This is Roman X. We don't want to die in a hospital. We are talking about pain relief. This is episode 2. Last episode, I've introduced 4 books I want to use. I may introduce another one. It's the one that appeared before this one. There are certain things I like about this book. It has got a color system with recommendations. You've got green, yellow, and red. There are no reds here, but here you've got certain red medicines. Those are not recommended. Yes. And we've took the medicine or drug against pain. The most used one, I've got them myself on August. I got the prescription of 50 pills and I've taken, I would say, 25 to 30 of them. You shouldn't take them too often. We may come to side effects. I'm sure we should do this, and I want to read this passage aloud, and I want to catch the main ideas, and I'll sum up the text in English. Nicht steroidale Antirheumatika, NSAR. NSAR steht als Abkürzung für nicht-steroidale Antirheumatika. Sie heißt nicht steroidal, weil sie sich so von den steroidalen Cortisonen, die auch bei rheumatischen Beschwerden eingesetzt werden, abgrenzen lassen. Die Substanzen wirken entzündungshemmend und schmerzstillend. Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen. Geeignet bei leichten bis mäßig starken Schmerzen. Mit steigender Dosierung und Dauer der Anwendung steigt das Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen. With these medicines, you've got to be. You've got to pay attention on the dose and the length of your curement, and there's a higher risk involved. People tend to take them at a higher dose, and over a long time you surely shouldn't do this. Naproxen, mit spezieller Zulassung für Regelbeschwerden. I'm not a female doctor, I'm not talking about this. Dexketoprofen, I've never used this drug. It's not as green as the other two. It's slightly getting yellow. I would stick to the old ones, okay? But I can read the passage aloud. Auch geeignet bei leichten bis mäßig starken Schmerzen. Mit steigender Dosierung und Dauer der Anwendung steigt das Risiko für unerwünschte Wirkungen im Vergleich zu geeigneten Schmerzmitteln wenig erprobt. Wenig erprobt means they're rarely used, and I won't take them. Diclofenac, Ibuprofen und Naproxen sind lange bewährte Schmerzarzneimittel zur Behandlung von leichten bis mäßigen Schmerzen. Dexketoprofen ist bisher wenig gut erprobt. Neben möglichen schädlichen Wirkungen auf Magen und Darm können Substanzen ansteigender Dosierung und Anwendungsdauer auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Eine Selbstbehandlung mit NSAR ist für höchstens 4 Tage akzeptabel. Danach sollte ein Arzt aufgesucht werden. Okay. Diclofenac, Ibuprofen und Naproxen. They existing for quite a long time.
They're approved, you can take them. Dextromethorphan is not as good as approved as the other twos. You've got side effects to your stomach and the rest after the stomach. And you've got even risks to your heart, heart failure, heart attacks. You may shiver. We will come to the side effects. One very important point, you should only take them 4 days long. Then you should ask a physician. I've bought ibuprofen myself, at little doses. You can buy them in Germany at the pharmacy. In my opinion, you shouldn't do this. You should take other medicines or go to a physician. Ibuprofen is, you can get it at low doses, but you shouldn't do this by yourself. You should get prescribed. That's my personal opinion about this. German legislation. Don't want to do this, or doesn't want to do this, and even in England you can buy it by them yourself. I've seen those in supermarkets. I know. I think they should get prescribed. Wichtig zu wissen, important to know. Es können Ohrgeräusche und Schwindel auftreten. Wiederholen sich diese Symptome oder werden sie schlimmer, sollten Sie das mit einem Arzt besprechen. Die Dosis könnte zu hoch sein. If you've got noise in your ear and you schwindel. You've got no proper stand on your legs, you should immediately visit a physician. Those symptoms point to a dose that might be too high. Schädigen die Arzneimittel die Magenschleimhaut, kann es aus diesen Wunden bisweilen bluten. Das geronnene Blut färbt den Stuhl auffällig dunkel. Dann sollten Sie möglichst bald einen Arzt aufsuchen. Setzen plötzlich heftige Bauchschmerzen ein, die bis in den Rücken ausstrahlen oder sie sogar Blut abbrechen, ist davon auszugehen, dass es aus einem Magengeschwür stark blutet. Womöglich hat es auch die Magenwand durchbrochen. Dann müssen Sie sofort den Notarzt rufen. Those passage is quite important. I may read it aloud another time. Schädigen die Arzneimittel die Magenschleimhaut, kann es aus diesen Wunden bisweilen bluten. Das geronnene Blut färbt den Stuhl auffällig dunkel. Dann sollten Sie möglichst bald einen Arzt aufsuchen. Setzen plötzlich heftige Bauchschmerzen ein, die bis in den Rücken ausstrahlen oder sie sogar Blut erbrechen, ist davon auszugehen. Jetzt. Und abnormal sentence. Setzen plötzlich heftige Bauchschmerzen ein, die bis in den Rücken ausstrahlen oder sie sogar Blut erbrechen. That's not proper German. Ist davon auszugehen, dass es aus einem Magengeschwür stark blutet. Womöglich hat es auch die Magenwand durchbrochen. Dann müssen Sie sofort den Notarzt rufen. Okay, if you've got problems with your stomach and you've taken NSARs, if there's blood involved, you can see it on your poo. It's not as light as you're used to it. You should in you call an emergency physician. That's a very important point. Those medicines
Yeah. You should. You should. They should get prescribed. Haben Sie ein aktives Magen-Darm-Geschwür, Blutungen im Magen-Darm-Trakt oder sonstige ungeklärte Blutungen, dürfen Sie keine NSARs anwenden. Eine größere Menge Alkohol oder regelmäßiger Konsum kann die schädliche Wirkung von NSARs auf den Magen und das Gehirn verstärken. Okay. If you've got problem with your stomach, Magen-Darm-Geschwür, I don't know in English, you might look up yourself. Concerning blood, you are not allowed to take NSARs. That means you are not to take ibuprofen. If you're consuming alcohol on a high dose, you shouldn't take pain relief medicine. Alcohol is a pain relief medicine by itself. You don't need no other ones. And if you consume ibuprofen and other NSARs, you've got side effects on your brain. You should, you're getting dumb like hell. If you add alcohol, life is getting easier. Not for you, for us, but for you. Durch einen geringfügigen Blutverlust kann sich durch die Arzneimittel im Laufe der Zeit eine Blutarmut ausbilden. Anzeichen sind Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Ermüdigkeit, eventuelle rissige Haut sowie brüchige Nägel. Bei solchen Symptomen sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Other symptoms you normally get by using blood, that's not special to the medicine. Die Arzneimittel können insbesondere bei Dauertherapie die Leber schädigen, treten Übelkeit, Erbrechen oder dunkel gefärbter Urin auf und ist der Stuhl auffällig hell, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Wenn sich die Haut gelb färbt, möglicherweise begleitet von starkem Juckreiz am ganzen Körper, sollten Sie sofort einen Arzt kontaktieren. Okay, Ibuprofen can make your liver bad. If you want to vomit, if you've got a dark color in your urine or your poo, you should visit a physician. If your skin is turning yellow and you cry, you want to do that. This, you should visit a physician. That's a very important point. Those side effects truly occur if you take those medicines on a longer time period. I've seen this by myself. It's quite common. Most people think they've got liver cancer, but it's due to your pain relief medicine that you've got those diseases. Insbesondere wenn Sie NSARs längere Zeit einnehmen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie kurzatmig werden, Schmerzen in der Brustgegend oder ein allgemeines Schwächegefühl verspüren, diese unerwünschten Wirkungen können auf eine Beeinträchtigung der Herzfunktion hindeuten. Okay, that's the part about side effects to the heart. If you've got short breaths, you've got pain in your chest, or you feel weaker general, you should visit a physician. Insbesondere bei Daueranwendung können die Mittel die Nierenfunktion beeinträchtigen. Anzeichen sind erhöhte Blutdruckwerte und anschwellende Beine, Ödeme. Okay.
If you're taking NSARs, which means ibuprofen regular, you may harm your kidneys, you got higher blood pressure, and you've got big legs, edema. Because of your kidneys, the harm to your kidneys, you don't lose enough water, and this water, yeah, it rests in your legs. Die Gefahr von Nebenwirkungen an Herz, Magen und Nieren gering zu halten, sollten alle NSAA nur in der geringstmöglichen Dosierung nur so lange eingesetzt werden, wie ihre Einnahme unbedingt erforderlich ist. Keines dieser NSARs sollten Sie ohne ärztlichen Rat länger als 4 Tage hintereinander oder oft als 10-mal im Monat anwenden. Okay. That's a very important point. Before translating, some coffee. Die Gefahr von Nebenwirkungen an Herz, Magen und Nieren gering zu halten, sollten alle NSAA nur in der geringstmöglichen Dosierung und nur so lange eingesetzt werden, wie ihre Einnahme unbedingt erforderlich ist. Keines dieser NSARs sollte ohne ärztlichen Rat länger als 4 Tage hintereinander oder öfter als 10-mal im Monat anwenden. Keines dieser NSARs sollten Sie ohne ärztlichen Rat länger als 4 Tage hintereinander oder öfter als 10-mal im Monat anwenden. Okay, in order to minimize side effects, you should take it at the lowest dose possible. Just, yeah, you should not longer take it than 4 days before talking to a physician, and you shouldn't take it often than 10 times a month. I know a lot of people who take them more often, and that's those are not the right medicines to meet the needs of those people. Okay, I think this last point was a very important one, so I'm gonna close this episode 2 today. See you on episode 3.